Servus Leute, Folge 20 der Liverpool-Karriere. Als noch in der Liga ungeschlagener Tabellenzweiter empfangen wir zum Topspiel Manchester City. Die Sky Blues haben aus den ersten 5 Spielen nur 8 Punkte geholt. Trotzdem würde ich sagen, ist der amtierende englische Meister hier schon eher der Favorit. Und das haben sie dann auch früh unterstrichen. Bernardo Silva netzt zur Führung für City ein. Die Gäste haben uns jetzt auch wirklich richtig hinten eingeschnürt. Wieder der starke Silva und dann Erling Haaland mit dem 2:0 noch vor der Halbzeitpause. Was war eigentlich mit unserer Offensive los? Bislang kam da relativ wenig, jetzt aber mal ein Traumpass von Trent Alexander-Arnold auf Luis Diaz und der verkürzt dann hier auf 1:2. Vielleicht geht ja hier doch noch was, allerdings erstmal wieder Manchester City, wieder mit Haaland. Der Norweger lässt die Entscheidung liegen und auch wenige Minuten später scheitert er wieder an Alisson. Es blieb also spannend, jedoch kam von uns eigentlich gar nichts mehr. City war einfach viel zu stark und erzielte dann sogar noch das 3:1 in der Nachspielzeit durch Phil Foden. Wir kassieren unsere erste Niederlage in der Liga. In der Königsklasse haben wir ja bereits am ersten Spieltag mit 1:3 gegen Milan verloren. Auswärts bei Brentby stellten wir aber früh die Weichen auf Sieg. Trent Alexander-Arnold brauchte nur 5 Minuten für das 1:0. Der zweite Treffer ließ dann auch nicht lange auf sich warten, den besorgte der Europa-League-Finalheld Francisco Trincao. Die Partie war also früh entschieden, wir haben das Fußballspielen aber nicht eingestellt, sondern weiter nach vorne gespielt. Santiago Jimenez mit dem 3:0 und in den Schlussminuten durfte sich dann auch noch der eingewechselte Farias in die Torschützenliste eintragen. Der Sieg gegen Brentby war auch richtig wichtig, so bleiben wir nämlich in Schlagdistanz zu Leipzig und Milan. In der Liga könnten wir mit einem Sieg gegen Arsenal jetzt die Tabellenführung erringen. Arsenal ist ja auch wirklich nicht besonders gut in die Saison reingekommen. Die Gunners haben erst 6 Punkte geholt. Eigentlich sollte das ja dann ein Selbstläufer werden, aber unsere Jungs taten sich schwer. Arsenal war die bessere Mannschaft und wäre fast die Entführung gegangen. Emre Can scheitert aber an Alisson Becker. Aber Arsenal machte weiter Druck, diesmal über die linke Seite, da ist viel zu viel Platz und dann kommt wieder die Flanke durch. Bukayo Saka macht es besser als Emre Can und trifft zum 1:0. Verlieren wir jetzt hier ernsthaft schon wieder in der Liga? Der Saisonstart war ja eigentlich so gut, aber irgendwie lief heute einfach nichts zusammen. Farias dann mit der einzigen guten Chance für uns, am Ende war das aber viel zu wenig, weshalb wir es auch verpassen, an die Tabellenspitze vorzurücken. Wir bleiben auf dem 3. Platz. Nach jetzt 2 Niederlagen musste mal wieder ein Dreier her und das am besten im nächsten Spiel gegen Everton. Man merkte uns die Verunsicherung auf jeden Fall an, Everton nutzte das Ganze auch aus und erzielte in der 24. Minute das 1:0. Die Toffees hatten spätestens jetzt auch die Oberhand gewonnen, die nächste Chance hier durch Evan Nilsson, Alisson kann aber erstmal retten. Knappe Stunde dann gespielt und endlich mal ein vielversprechender Angriff, Locatelli mit ganz viel Gefühl auf Ferran Torres. Der Ausgleich durch den Spanier. Auf einmal waren wir wie ausgewechselt. Schöner Doppelpass und Pedro Porro fast mit der Führung. Everton sah jetzt gar kein Land mehr. Ferran Torres auf Andy Robertson. Der hat viel Zeit und bringt dann hier die Flanke auf den zweiten Pfosten. Da steht dann Santiago Jimenez und nickt zur Führung ein. Spätestens jetzt war unser Selbstvertrauen wieder da. Das ist der überragende Ferran Torres, steckt hier auf Roberto Firmino durch und der macht das dann überragend. Tanzt den Keeper aus und bringt die Anfield Road endgültig zum Beben. Die Reds gewinnen das Merseyside Derby. Und wo wir jetzt eigentlich schon bei Roberto Firmino sind, sein Vertrag läuft am Saisonende aus und ich habe ehrlich gesagt nicht vor, ihn zu verlängern. Er fängt eben auch schon langsam an abzubauen, ist auch schon um ein Rating runtergegangen. Ich würde perspektivisch dann lieber einen neuen Zehner verpflichten wollen, aber mich würde dann natürlich trotzdem auch eure Meinung interessieren. Im nächsten Champions League Spiel war Firmino auf jeden Fall wieder vom Beginn an dabei. Es ging gegen RB Leipzig, die wirklich eine irre Mannschaft haben. Roland Araujo, Richarlison, Christopher Nkunku oder auch Ousmane Dembélé spielen bei den Roten Bullen. Da kam also echt einiges auf uns zu und RB hat uns auch vor richtige Probleme gestellt. Alisson verhindert den frühen Rückstand, aber RB Leipzig machte weiter Druck, kombinierte stark und fing dann auch noch zu zaubern an. Nkunku auf den ehemaligen Everton-Stürmer Richarlison. RB Leipzig geht in Führung. Eine Niederlage würde die Chancen auf das Weiterkommen extrem schrumpfen lassen. Wir brauchten also eine Antwort. Roberto Firmino auf Ferran Torres. Die Riesengelegenheit zum 1:1. Wir fanden jetzt immer besser rein in die Partie, dann wurde jetzt aber hier erstmal Luis Diaz gefoult.
Der Leipziger sieht auch die gelbe Karte, allerdings hat sich Luis Diaz verletzt und musste leider ausgewechselt werden. Das hielt uns jetzt aber nicht davon ab, weiter alles zu versuchen. Das ist Ibrahima Konaté mit der nächsten großen Chance. Leipzig kann aber auf der Linie klären. Die Uhr läuft jetzt natürlich auch immer weiter gegen uns. Cody Gakpo schickt mal Ferran Torres auf die Reise. Der zündet den Turbo immer noch. Ferran Torres! Da ist der Ausgleich. Inzwischen ist das auch mehr als verdient und zudem verdammt wichtig. Und dann waren hier auch keine 5 Minuten mehr zu spielen. Cody Gakpo im Zusammenspiel mit Firmino und dann landet der Ball hier bei Trent Alexander-Arnold. Der Kapitän macht es. Trent Alexander-Arnold schießt uns zum späten Sieg gegen RB Leipzig. Und ja, dieser Treffer war so wichtig. Wir ziehen damit nämlich an RB Leipzig vorbei und haben damit jetzt alles in der eigenen Hand. Leider müssen wir aber erstmal ohne Luis Diaz auskommen. Der hat sich nämlich verletzt und fällt jetzt für 2 Monate aus. Das ist natürlich bitter, aber ich denke, wir haben schon genug Qualität, um ihn zu ersetzen. Gegen Nottingham Forest sollte das dann Facundo Farias versuchen. Der hat das auch ordentlich gemacht. Was Zählbares konnte er jetzt nicht beisteuern. Den Job hatte nämlich Manuel Locatelli übernommen. Junge, Junge, was ist das denn für ein geisteskrankes Kopfballtor? Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Am Ende gewinnen wir mit 1:0. Nach 9 Spieltagen sind wir auf dem 2. Platz, einen Punkt hinter Manchester United. Im Carabao Cup ging es dann im Achtelfinale zu Hause gegen Burnley. In der Liga hatten wir ja am 2. Spieltag mit 1:0 gegen Burnley gewonnen. Der Torschütze war da ja allerdings der inzwischen verletzte Luis Diaz. Schon damals hatten wir uns aber insgesamt sehr schwer getan und auch diesmal machte das Burnley gut, traf unter anderem die Latte und knapp 15 Minuten vor dem Ende war es dann Wout Weghorst, der das 1:0 für die Auswärtsmannschaft erzielte. Wir versuchten dann wirklich alles, um hier noch den Ausgleich zu erzielen. Burnley verteidigte aber mit Mann und Maus. Unser beherztes Anlaufen wurde am Ende einfach leider nicht belohnt. Und somit endet unsere Reise im Carabao Cup bereits im Achtelfinale. Zum Ende dieser Folge gibt es dann auch hier einen kurzen Blick auf die interne Torjägerliste. Auf Platz 1 steht da weiterhin Ferran Torres, gefolgt von Facundo Farias und dann auch von Santiago Jiménez. Beide haben bereits 4-mal getroffen und ein Tor vorbereitet. Und ja, liebe Leute, das war es dann auch für heute. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao. Alle!